Tja, da hat ja wieder mal ein paar Minuten gefehlt. Aber na gut. Ja, wir haben Shell kennengelernt. Oh, ja. Oh. Was soll diese schweren Seufzer? Oh, das? Das ist vor allem ein Ausdruck der Hoffnungslosigkeit angesichts der Aufgaben, die es vor sich hat. Es ist nur allzu wahrscheinlich, dass es ebenso wie seine Begleiter als Fleck auf irgendeinem Felsen endet, über den die dunkle Brut trampelt. Diese Tragödie wird mich zu einer einzelnen Träne rühren. Es freut mich, dass es euch zumindest interessiert. Das ist wahr. Eine einzelne Träne und dann gehe ich vermutlich in den Norden. Oder vielleicht in den Westen? Ich weiß es noch nicht. Was war das? Hat es auch Flügelschläge gehört? Wir müssen wachsam sein. Es könnten Tauben in der Nähe sein. Ja, genau. Tauben sind ja auch so furchteinflößend. Ach, ja. Ich hatte mir Golems irgendwie anders vorgestellt. Anders? Anders als was? Anders als eine Statue? Anders als ein Baumstamm? Soll ich ein wenig monotoner sprechen? Ja, Meister, ich existiere, um dem Meister zu dienen. Ich töte für den Meister allein. Hat es vielleicht erwartet, dass ich eine dröhnende Stimme habe? Oder dass ich Gedichte rezitiere? Wenn es möchte, kann ich Gedichte rezitieren. Seht ihr, genau das meine ich. Ich bin noch nie einem anderen Golem begegnet. Ich weiß nicht, wie sie sein könnten. Oder warum ich nicht wie die anderen bin. Warum? Ist es denn schon anderen Golems begegnet? Haben sie anders geklungen als ich? Ach, es ist nicht schlimm, anders zu sein. Sagte ich, es sei schlimm? Tja, denkt es, ich hab plötzlich fort. Ich stand dort. Ich weiß nicht, wie andere Golems sein könnten. Aber ich bin ihnen schon aufgrund meines freien Willens überlegen. Das ist ein Vorteil. Ja, ich stimme euch zu. Es wäre praktisch, ein Golem zu sein. Es muss sich nur mal Mattheile vorstellen. Man muss nicht essen oder schlafen oder sonstige Dinge tun. Aufs Klo gehen. Man kann unter Wasser gehen und jedem Gegner den Schädel zerschmettern. Die Möglichkeiten sind grenzenlos. Abgesehen davon, dass man gelegentlich 30 Jahre gelähmt ist, gibt es kaum etwas Vergleichbares. Und jetzt sollte es aufhören, so viel zu reden. Das Wackeln seiner feuchten kleinen Zunge ist verwirrend. Geringe Stärke, ach, Shell mag uns langsam. Oh. Ach, ja. Ich habe einige Fragen. Hat es denn nichts Besseres zu tun? Würde ich es sonst tun? Sind das Kristalle in eurer Haut? Ich bezeichne sie gerne als Schmuck. Sie müssen ziemlich wertvoll sein. Also bitte. Wir wollen doch nicht, dass es sie mit seinen weichen, kleinen Händen anfasst. Sie wurden mit meinem Stein verbunden und sind jetzt sozusagen ein Teil von mir. Ich vermute, es ist eine Kunst, die ausgeübt wurde, als Golems noch etwas üblicher waren. Mein ehemaliger Meister hat jegliches Wissen gesammelt, das er zu diesem Thema finden konnte. Er hat überall gesucht, um so viele Kristalle zu sammeln, wie er finden konnte, und hat sie mir dann hinzugefügt. Es ist kein unangenehmes Gefühl. Ah, sie sind also nur Dekoration? Soweit ich es verstehe, erlauben es mir die Kristalle, den Fluss der Magie um mich herum zu verändern.
Willem hatte gehofft, mich in eine Art Mana-Speicher verwandeln zu können, den er jederzeit anzapfen kann. Hat er damit Erfolg? Eher nicht. Aber wenn ich so darüber nachdenke, dann könnten diese Versuche für meine Zerrissenheit verantwortlich sein. Manche der Kristalle erhöhen das Mana, andere absorbieren oder reflektieren Zauber. Es gibt viele verschiedene. Sollte es jemals einen dieser Kristalle finden, kann ich vermutlich sagen, welche Funktion er hat und was er bewirkt, wenn er mir hinzugefügt wird. Wäret ihr bereit, euch noch mehr hinzufügen zu lassen? Warum nicht? Immerhin trage ich ja keine Kleidung oder sonstigen Schmuck wie ihr anderen Kreaturen. Ich nehme an, damit ist seine Frage beantwortet. Oder hat es noch weitere? Ich habe gehört, ihr hättet euren ehemaligen Meister erschlagen. Oh, wie interessant. Ich erinnere mich zwar daran, dass ich einen Meister hatte. Meine Erinnerungen an das, was mit ihm geschehen ist, sind allerdings verschwommen. Aha. Verschwommen, aber zumindest vorhanden, richtig? Wie schlau und auch wahr. Also gut, mal sehen, woran ich mich erinnern kann. Mein ehemaliger Meister hat gerne an mir herumexperimentiert. Daran erinnere ich mich. Er hat es mit Zaubern versucht und dann mit den Kristallen. Ich denke, er war äußerst begierig darauf, meine Funktion zu verändern. Er wollte euch verändern? Warum? Ihr seid doch perfekt, so wie ihr seid. Schmeicheleien. Und dann auch noch so offensichtlich. Ich fühle mich ganz warm und flauschig. Er war im Besitz meines Kontrollstabs. Und dieser hätte damals verhindert, dass ich irgendetwas tue, was mir nicht von meinem Meister befohlen wurde. Ganz egal, wie sehr ich es mir gewünscht hätte. Aber was ist geschehen? Ich bin mir nicht sicher. Er hat seine Experimente durchgeführt und dann nichts. Aha, er hat also versehentlich den Zerschmettere-mich-Knopf gedrückt. Oh, ha, ha, es lacht. Gerne, nicht wahr? Ja. Aber wer weiß? Vielleicht habe ich ja etwas derartiges. Dann war er plötzlich fort. Ich stand dort, wo ich war, im Dorf, und konnte mich nicht mehr bewegen. Die Dorfbewohner kamen und haben ängstlich an mir herumgestochert und mich gestupst. Als ihnen klar wurde, dass sie mich weder bewegen noch zerstören konnten, haben sie mich einfach stehen lassen. Und irgendwann vergaß ich, dass ich nicht schon immer da gestanden hatte. Das muss schrecklich gewesen sein. Tut mir leid. Ha! Eigentlich habe ich es zu Anfang eher als Erleichterung empfunden. So viele Jahre musste ich bei jedem Befehl dieses kleinen Giftpilzes springen. Hol dies, heb das auf, leg es hin, heb es wieder auf. Dieser Mistkerl. Anfangs hatte ich noch gehofft, er habe einfach entschieden, mich gelähmt dort stehen zu lassen. Das wäre ein annehmbarer Handel gewesen. Mit den Jahren interessierte es mich immer weniger. Vielleicht hat es etwas mit euren Kristallen zu tun. Möglich. Aber ich glaube nicht, dass er zu dieser Zeit mit den Kristallen experimentiert hat. Aber mein Gedächtnis ist nicht besonders gut. Vielleicht hat es recht. Was auch immer der Magier getan hat, scheint den Kontrollstab wirkungslos gemacht zu haben. Und dafür sollte ich wohl dankbar sein, nicht wahr?
Und solange es nicht auf die Idee kommt, die Experimente des Magiers fortzusetzen, was ich allerdings auch nicht zulassen würde, hat es nichts von mir zu befürchten. Ja, das klingt gut. Zumindest nicht viel. Bei den Dingen, die es bekämpft, und es bekämpft häufig irgendwelche Dinge, sieht die Sache allerdings anders aus. Lasst uns mit den Reisen und Kämpfen fortfahren. Mein Stein fängt wieder an zu jucken. Sein Stein fängt an zu jucken? Na Hilfe. Ich habe schon viele Menschen gesehen. Und es sollte wissen, dass ich zu der Erkenntnis gekommen bin, dass es anders als jeder von ihnen ist. Das freut mich sehr, danke Shale. Es hat doch bestimmt eine überlegene Abstammung, richtig? Irgendeine Rasse aus fleischlichen Kreaturen, die beschlossen hat, ihr genetisches Erbe von den natürlichen Unzulänglichkeiten zu befreien. Nun, ich bin ein Magier und doch ein Elf. Das muss es sein. Die Menschen haben immer erzählt, dass die Elfen minderwertig sind. Aber damit haben sie vermutlich nur wieder bewiesen, wie dumm sie sind. Ich würde es begrüßen, wenn das, was ich gesagt habe, unter uns bliebe. Die Menschen könnten sonst auf falsche Gedanken kommen. Sie könnten glauben, ihre Rasse sei kein vollkommen hoffnungsloser Fall. Na, das wollen wir ja auf gar keinen Fall. So ist es. Kann es sich vorstellen, wie grässlich das wäre? Gut. Lasst uns jetzt irgendetwas zu Brei schlagen, bevor es noch denkt, ich sei weich geworden. Das wäre nicht wünschenswert.